Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserer monatlichen Schalte anlässlich des neuesten Kapitalmarktkompass. Das LB Research begrüßt Sie auf das Herzlichste zu 45 Minuten Weltwirtschaft und Finanzmärkte, Analyse und Prognose. Mein Name ist Thomas Meissner und ich bin, wie Sie dies gewohnt sind, Ihr Gastgeber an dieser Stelle. Das erste Quartal 2021 ist Geschichte und will ordentlich eingewertet werden. Der Stand in Sachen Corona, die Bewegung bei Euro, US-Dollar, die Verluste am Rentenmarkt, die Gewinne am Aktienmarkt. All dies ist Thema in den folgenden 3 Viertelstunden. Unsere Zeit ist wie immer eng bemessen, daher geht es mitten hinein in unsere Inhalte. Und überschrieben sind diese mit der Zeile: Wie nachhaltig ist die Trendwende bei den US-Renditen? Dies setzt den Ton unserer heutigen Ausführungen. Und dieses Thema wird auch den Ton setzen im April. Und das beweise ich Ihnen, den gesamten April. Wir springen in unserem Kapitalmarktkompass ganz, ganz, ganz behende auf die Seite 7 mit den absehbar wichtigsten Makrothemen international. Wir sehen, bei OPEC Plus wird getagt mit der Frage, geht der Rohölpreisanstieg weiter und die Reflationierung. Dann gegen Monatsende tagen EZB-Rat und FOMC, Gift oder Galama für die Rentenmärkte. Meine Kollegen werden es Ihnen im Anschluss sagen. Die Märkte benötigen auf jeden Fall etwas Beruhigung nach meinem Dafürhalten. Das sehen wir auf der Seite 8. Erkenntnis: Die Rohstoffe verteilen sich, die Aktien laufen und die US-Treasuries liegen nur deswegen im Plus, weil sie hier in Euro gerechnet sind. In US-Dollar sind sie heftigst im Minus. Alles, alles sehr bemerkenswert. Zur Hinführung zu unserem Schwerpunktthema heute blätter ich auf die Seite 9. Gezeigt wird der Euro-US-Dollar-Wechselkurs zurück bis Anfang 2019. Quintessenz dieses Graphens des Monats: Der Devisenmarkt will Corona abschütteln. 2020 war ein Jahr des Euro, 2021 will ein Jahr des Greenback werden. Hier verarbeitet der Devisenhandel unterschiedliche Erwartungen an die Geldpolitik und von EZB und Fed. Die Fed, so heißt es, wird früh tapern, die EZB nicht. Ergo Dollarstärke. Aber. Stimmt das überhaupt, das mit dem Tapern durch die Fed? Und diese Frage leitet direkt über zu unserem Schwerpunktthema diesen Monat, dem Rentenmarkt. Präsentieren wird mein Kollege Elmar Völker. Elmar, die Bühne ist die deine. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir starten auf der Folie 12, gehen direkt rein und sehen hier, dass sich der Renditeanstieg bei den US-Treasuries mit hohem Tempo fortgesetzt hat in den vergangenen Wochen. In der Spitze heute Morgen sogar bis auf 1,77, also nochmal das bisherige Jahreshoch übertroffen. Wir sind damit nur noch einige wenige Basispunkte entfernt von dem Niveau vor Corona. Etwa bei 1,90 waren wir da Anfang des Jahres 2020. Und besonders auffällig hier zwei Dinge. Die Renditebewegungen kommen zum Teil ohne offenkundigen direkten Auslöser von der fundamentalen Seite oder auch von der Geldpolitik. Und zum anderen kann man sagen, dass das Thema Reflationierung sich jetzt zumindest, was die Entwicklung des Ölpreises als einem wichtigen Treiber ja hier sich dargestellt hat. Man sieht das ja auch in der Grafik, zumindest von dieser Seite zuletzt etwas an Dynamik abgenommen hat und dennoch der Rentenmarkt hier weiter schwach gegangen ist. Ein Aspekt sicherlich aus unserer Sicht zuletzt ein zusätzlicher Faktor, der hier eine Rolle spielte, waren regulatorische Themen. Ich möchte jetzt nicht näher im Detail darauf eingehen, aber die US-Notenbank hat beschlossen, dass eine Sonderregelung, die in der Corona-Krise eingeführt wurde, zur Anrechnung von US-Treasuries im Rahmen einer wichtigen regulatorischen Kennziffer für Banken, dass diese Ende des Monats auslaufen soll. Und hieraufhin hat der Markt dann zusätzlich nochmal negativ reagiert, weil tendenziell für die Banken das Halten von US-Treasuries
teurer wird durch dieses Auslaufen der Sonderregel. Ja, wir springen auf die Folie 15 und schauen uns hier die Frage an, wie weit könnte der Renditeanstieg noch gehen? Das ist ja sozusagen jetzt die spannende Frage angesichts dieses Schubes, den wir gesehen haben. Insgesamt seit letztem Sommer immerhin 120 Basispunkte, wie wir hier auf der Grafik erkennen können. Und das reicht zumindest bezüglich des Ausmaßes der Renditebewegung jetzt schon relativ nah ran an das sogenannte Taper Tantrum des Jahres 2013, als der Renditeanstieg in der Summe 150 Basispunkte betrug. Das ist umso erstaunlicher insofern, als es die Fed bisher ja noch gar keine Ankündigung hinsichtlich eines Taperings gemacht hat. Im Gegenteil, sie sagt bisher, es ist noch kein Thema und aktuell ist es noch verfrüht, hierüber zu diskutieren. Ja, wenn man sich dennoch dieses Szenario des Jahres 2013 als Referenz nimmt, dann bietet sich die 2%-Marke durchaus als eine Art Zielwert an für die Renditebewegung, auch wenn man die anderen Bärenmarktszenarien, die es jetzt seit 2009 gegeben hat, als Maßgabe nimmt, erscheint durchaus mittelfristig ein realistisches Szenario, eine Konsolidierung in einem Bereich zwischen 1,5 und 2%. Man sollte darauf hinweisen, dass es jetzt durchaus als Indikation alternativ auch noch die Entwicklung der US-Dollar-Zinskurve, präzise deren Steilheit gibt. Hier könnte man trotz der jetzt bereits ja, verzeichneten starken Versteilung der Kurve für sich genommen durchaus noch zusätzliches Potenzial ableiten. Wenn man sich die Höhepunkte der vergangenen Zyklen anschaut, hätte man hier durchaus noch 100 Basispunkte etwa Luft. Damit käme man dann aber schon sehr nah an ein sogenanntes, ja, wie wir sagen würden, Crash-Szenario am Rentenmarkt, ähnlich des Jahres 1994. Wir wollen jetzt allerdings uns einige Argumente anschauen, die aus unserer Sicht gegen ein solches Crash-Szenario sprechen. Wir gehen hier zum einen auf die Folie 17 und sehen hier, dass sozusagen das Hauptthema, was aktuell den Markt treibt, nämlich die Spekulation auf eine Reflationierung, ist inzwischen durchaus der Realität schon ein gutes Stück vorausgelaufen. Wir sehen die langfristigen Inflationserwartungen inzwischen auf dem höchsten Niveau seit etwa 8 Jahren und im Gegensatz hierzu eben die tatsächliche Inflation, wenn man mal die Kernrate hernimmt, sogar zuletzt noch mal etwas gefallen auf 1,3%. Und die Fed zeigt sich auch weiterhin skeptisch, was jetzt die Nachhaltigkeit eines Inflationsschubs nach der Corona-Krise angeht. Nicht zuletzt deshalb, weil eben auch am US-Arbeitsmarkt noch eine beträchtliche Unterauslastung herrscht, ungeachtet der Jobzuwächse, die wir zuletzt gesehen haben. Zweites Argument auf der Folie 18. Die Fed selbst hat ihre dovische Haltung deutlich bekräftigt, gibt also den Spekulationen, die sich am Markt ausweislich dieser Darstellung bereits herausgebildet haben, auf eine Leitzinswende keine Nahrung. Die sogenannten Dots, also die Leitzinsprojektionen der Fed, gemäß der Aktualisierung vom März, sagt weiterhin, die Fed hält es aus heutiger Sicht voraussichtlich nicht für angemessen, vor Ende 2023 die Zinsen anzuheben. Und der Markt preist aber hier bereits auf diesen Zeithorizont etwa 3 Zinsanhebungsschritte ein. Und schließlich auf der Folie 19 der steigende Zinsvorsprung der US-Treasuries im internationalen Vergleich, hier dargestellt gegenüber den deutschen Bunds. Erstmals seit Anfang 2020 hat sich diese Renditedifferenz wieder auf gut 200 Basispunkte erhöht. Das hat neben der Konjunktureuphorie für die USA auch den Grund, dass die EZB anders als die Fed angekündigt hat, dass sie ihre
Anleihekäufe zumindest temporär steigern will, um dem Renditeanstieg im Euroraum entgegenzutreten. Für sich genommen, das ist also ein Argument für eine weitere Ausweitung dieser Zinsdifferenz der transatlantischen. Aber perspektivisch gehen wir eben davon aus, dass auf dieser Basis dann auch die Nachfrage ausländischer Anleger nach US-Treasuries wieder stimuliert werden dürfte. Und ein weiteres Argument gegen einen nachhaltigen Renditeanstieg deutlich über 2% ist unserer Einschätzung, dass es dann auch, ja, sage ich mal, für die Bewertungsrelationen insgesamt zwischen den Assetklassen durchaus größere Verschiebungen bedeuten könnte und neben den Anlegern am Aktienmarkt dann auch die Fed langsam nervös machen könnte. Wir springen auf die Folie 21, sehen hier nochmal die Situation am Euro-Rentenmarkt und sozusagen die Abgrenzung zu den US-Staatsanleihen, wie ich es ja schon erwähnt habe, die EZB als ein wesentlicher stabilisierender Faktor der Entwicklung am Rentenmarkt. Die EZB hat im März angekündigt, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten mehr Anleihen kaufen will als zuletzt. Man sieht es schon in den Daten der vergangenen beiden Wochen. Hier in der Woche 11, die EZB erstmals seit Anfang Dezember wieder über 20 Milliarden Euro gewesen beim Kaufprogramm PEP. Jetzt in der vergangenen Woche waren die Käufe in der ähnlichen Höhe. Also hier sieht man dann eben auch schon diesen Trend, der erstmal eher nach oben gehen dürfte. Ein Stück weit rentenpositiv aus unserer Sicht auch für den Euroraum hier im zweiten Quartal, dass das Nettoangebot an Staatsanleihen zurückgehen dürfte im Vergleich zum ersten Quartal, wo eben die Nettoemissionen sehr hoch gewesen sind. Und aus unserer Sicht auch ein Punkt auf der Folie 22, der jetzt eher stützen könnte, den Rentenmarkt, ist, dass wir bei den langfristigen Inflationserwartungen, die jetzt mittlerweile annähernd bis auf 1,5% gestiegen sind, nach dem 10-Jahres-Inflationsswapsatz hier durchaus auf größeren Widerstand stoßen könnten. Denn auch hier haben wir auf diesem Niveau aus unserer Sicht schon relativ viel vorweggenommen, was jetzt eine Reflationierung angeht. Die Inflation ist ja deutlich gestiegen im Euroraum, dürfte das auch in den nächsten Monaten weiter tun, aber man muss eben auch auf die Kernrate weiterhin achten, aus unserer Sicht, die im Februar wieder ein Stück zurückgekommen ist und eben diese sehr volatile Entwicklung bei den Energiepreisen und auch die dortigen entsprechenden starken Basiseffekte ein gutes Stück weit ausblendet und hier aus unserer Sicht dann ja, zeigt, es ist schon viel vorweggenommen, was jetzt das Thema Reflationierung angeht. Als Fazit setzen wir, dass wir die Renditeprognosen für den US-Rentenmarkt deutlich angehoben haben. Man sieht das aus der Folie 23, aber eben davon ausgehen, dass das Renditeaufwärtspotenzial auf dem jetzt bereits erreichten Niveau aus den genannten Gründen begrenzt bleiben dürfte. Im Euroraum ergeben sich hier durch diese Anpassung nur geringe Implikationen. Wir haben hier nur für Mitte 2021 die Bundprognose leicht adjustiert, gehen aber hier weiterhin davon aus, dass diese Höchststände vom Anfang 2020, also die Vor-Corona-Niveaus, zumindest bis auf Weiteres erstmal nicht nachhaltig nach oben überschritten werden. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein mit der aktuellen spannenden Entwicklung am Zinsmarkt. Ich gebe dann weiter zum Corona-Teilen an den Rolf Schäfer. Elmar, vielen Dank für deine Ausführungen zur Zinsseite. Wir kommen jetzt zum Thema Corona. Wie ist die aktuelle Entwicklung? Wir starten gleich auf der Folie 27 mit einem Blick auf die Inzidenzwerte in Europa. Wenn wir auf die Grafik schauen, sehen wir in der braunen Linie Tschechien, da entspannt sich die dramatische Lage in den letzten Tagen etwas. Die Inzidenzwerte kommen spürbar nach unten.
In der mittleren Gruppe der Länder ist die Situation insbesondere in Frankreich derzeit sehr, sehr angespannt. Wir haben hier einen deutlich steigenden Trend und Inzidenzwerte über 350. Andere Länder wie Schweden, Österreich, Niederlande befinden sich in dieser Gruppe mit Inzidenzwerten zwischen 250 und 400. In der unteren Gruppe ist noch Deutschland dabei, aber Deutschland droht so nach oben rauszurutschen aus der Gruppe. Wir haben mittlerweile eine Inzidenz von deutlich über 130. Auch hier deutlich steigende Tendenz. Insgesamt muss man ganz klar sagen, was Wissenschaftler schon im Februar prognostiziert haben, dass es zu einer neuen dynamischen Corona-Welle kommt, ist eingetreten. Der Haupttreiber ist ganz klar die britische Virusmutante B117, die deutlich ansteckender ist. Und Bundeskanzlerin Merkel spricht ja auch von einer neuen Pandemie, gerade weil diese Ansteckungsfähigkeit deutlich höher ist wie beim Ursprungsvirus. Wahrscheinlich werden wir demnächst noch härtere Maßnahmen wieder bekommen, um diese Welle zu brechen. Der RKI-Chef Wieler erwartet ansonsten Spitzenwerte von 100.000 Neuinfizierten pro Tag für Deutschland, was natürlich schon noch einmal eine dramatische Entwicklung wäre. Das wäre eine ungefähr Verfünffachung der aktuellen Werte. Gehen wir auf die Folie 28. Ein Blick, welche Altersgruppen infizieren sich aktuell besonders stark. Und das kann man in der linken Grafik ganz schön sehen. Es sind insbesondere die jungen Menschen, die 0 bis 20-Jährigen und die 20 bis 40-Jährigen sind gerade überproportional stark betroffen. Das hat sicher auch mit der Öffnung der Schulen und Kitas zu tun. Die älteren Menschen, also vor allem die über 80-Jährigen, weisen mittlerweile eine geringere Inzidenz aus, was insbesondere auch an der höheren Impfquote liegt. Schauen wir auf die rechte Seite, sehen wir die Auslastung der Intensivstationen aktuell, das ist die grüne Linie. Wir sehen auch hier wieder einen deutlich steigenden Trend, der sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Also wir könnten durchaus wieder auch Kapazitätsprobleme auf den Intensivstationen bekommen. Jetzt vor allem aber mit jüngeren Menschen, die zum Teil auch länger dann auf Intensiv liegen. Also zumindest die Knappheit auf der Intensivstationen ist weiter ein Thema. Wenn wir auf die Folie 29 gehen, sehen wir aber auch, dass es im Gegensatz zu den bisherigen Wellen eine klare Verbesserung gibt in Bezug auf die Sterbefälle. Wir haben seit Mitte Februar ein Auseinanderlaufen der beiden Linien. Das heißt, die Sterbefälle folgen aktuell nicht mehr den neuinfizierten Zahlen. Diese steigen sehr stark an. Die Sterbefälle gehen weiter sehr deutlich zurück. Dieses Auseinanderklaffen oder diese Schere, die sich hier auftut, ist jetzt nicht überraschend, sondern liegt insbesondere daran, dass die Risikogruppen jetzt sukzessive geimpft werden und damit kann dieser Zusammenhang aufgebrochen werden und insgesamt die Sterberate deutlich reduziert werden. Wenn es die Inzidenzwerte natürlich weiter stark steigen, wird es auch wieder einen Anstieg bei den Sterbefällen mit sich bringen, aber unseres Erachtens wird dann dieser Anstieg deutlich flacher verlaufen wie bisher. Wenn wir auf die Folie 30 gehen, was hilft? Das ist ganz allein das Thema Impfen. Wir sehen hier vier Länder gegenübergestellt. Auf der linken Seite in Bezug auf die erste Impfung, rechte Seite in Bezug auf die zweite Impfung. Deutschland und auch Europa hinken hier deutlich hinterher. Israel, Impfweltmeister, Großbritannien weit vorne und die USA. Und in Deutschland und auch Euroland nimmt das Thema Impfen bisher leider noch keine Dynamik auf. Aber es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr stark ändern. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber auf der Folie 31 vielleicht kurzen Blick, wie erfolgreich ist die Impfkampagne jetzt in Israel, Großbritannien, in den USA, wenn wir uns dazu dann die Inzidenzwerte anschauen und dann sehen wir ein sehr, sehr erfreuliches Bild. Die Länder, die aktuell weit vorne liegen beim Thema Impfen, verzeichnen zumindest bisher keine weitere Corona-Welle. Die Inzidenzzahlen gehen sehr deutlich zurück, insbesondere in Israel, aber auch in Großbritannien. Großbritannien macht auch jetzt leichte Öffnungsschritte. Seit gestern dürfen sich wieder mehrere Personen treffen außerhalb geschlossener Räume.
Und in Israel ist man mit den Lockerungen ja schon deutlich weitergegangen. Dort ist ja auch die Impfquote deutlich höher. Kommen wir gleich zur Folie 33. Wie geht es beim Thema Impfen weiter in den nächsten Wochen? Hier nochmal eine Darstellung der Impfstofflieferungen für Deutschland nach Quartalen. Wir haben diese Darstellung ja schon verschiedentlich gebracht und auch immer an die aktuelle Situation angepasst. Mittlerweile ist es so, dass wir sogar eher positive Nachrichten bekommen haben. AstraZeneca wird jetzt doch 4 bis 7 Millionen Dosen mehr liefern als erwartet. Zudem bekommen wir jetzt auch Impfstofflieferungen von Johnson & Johnson, und BioNTech hat im ersten Quartal 1,7 Millionen Dosen mehr geliefert als zuvor angekündigt. Insgesamt rechnen wir für das erste Halbjahr jetzt kumulativ mit rund 93 Millionen Impfdosen. Damit könnten wir theoretisch 50,2 Millionen Menschen in Deutschland impfen. Das entspricht ungefähr 70,6% der Bevölkerung, die älter als 16 Jahre ist. Und unter der Annahme, dass sich ca. 80% der über 16-Jährigen impfen lassen wollen, würde dies bedeuten, dass wir dann nur noch quasi 10% Restimpfungen haben, die wir dann, denke ich, im Juli dann auch schaffen könnten. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Perspektive. Und auch, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, auf Folie 34, wie das Tempo beim Impfen zunehmen wird, eine Darstellung nach wöchentlichen Impfstofflieferungen für Deutschland auf der linken Seite. Also aktuell haben wir so etwas, ja, 1,3 Millionen Dosen, die pro Woche geliefert werden. Und das verdoppelt sich dann jetzt erstmal relativ stark auf deutlich über 3 Millionen Dosen pro Woche. Und dann einige Wochen später werden wir nochmal eine Verdoppelung erleben und dann im Mai knapp 6 Millionen Dosen pro Woche Impfstoff bekommen. Und das zeigt nochmal, dass dann jetzt auch natürlich viel stärker auch in die Fläche hinein geimpft werden kann. Also die Lage ist, wenn wir auf die Inzidenzen schauen, weiter sehr, sehr schwierig. Die Dynamik der Ausbreitung macht uns auch weiterhin Sorge. Wir werden gerade jetzt noch in den nächsten 4, 6 Wochen wahrscheinlich noch mit harten Maßnahmen leben müssen. Aber ab Mitte Mai denken wir, dass dann auch die höheren Impfquoten dann sukzessive das Infektionsgeschehen eindämmen werden und wir dann Richtung Sommer dann nachhaltige und weit breitflächige Öffnungen bekommen. Soweit zum Thema Corona und Impfungen. Ich übergebe nun das Wort weiter an den Dirk Lentsch, der auf die Makroseite und auf die Konjunktur eingehen wird. Ja, vielen Dank, Rolf. Wir gehen dann gleich auf Seite 37 und nach all den nicht so tollen Nachrichten aus Deutschland jetzt zu den USA, wo die Stimmung durch die Decke geht. Wir sehen dann links abgetragen den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia. Das sind hier die Zahlen für den Monat März und Sie sehen halt, ja, geht es steil nach oben. Und an der Stelle mag ich vielleicht daran erinnern, dass ja viele Volkswirte erwartet haben, dass im Fall eines Sieges der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen die Unternehmensstimmung sich verschlechtern wird, weil die Demokraten ja die Steuern auf Unternehmensgewinne erhöhen wollen, die Gewerkschaftsmacht stärken, aber alledem ist nicht eingetreten. Warum ging es jetzt gerade im März so weit nach oben? Da gibt es viele Faktoren und eine ist halt, dass im März ja dann das Rettungspaket von Biden durch den Senat gegangen ist und damit war klar, das kommt. Und ja, die Märkte haben das halt gefeiert. Was halt auch noch einhergeht mit dieser Aufhellung der Konjunkturperspektiven ist auch, dass die Einstandspreise sehr stark anziehen. Das sehen wir dann rechts abgetragen. Der Kollege Völker hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass auf der Endverbraucherebene aber die Inflationsraten noch niedrig sind und das sollte auf absehbare Zeit auch so bleiben. Die Einstandspreise, die haben doch einen relativ langen Vorlauf gegenüber den Preisen auf Endverbraucherebene und für mich sind das vielleicht mehr ein Indikator für die
Konjunkturlage, als dass sie jetzt tatsächlich zeigen, dass es jetzt hier Preisaufwärtsdruck gibt. Das soweit. Wir gehen dann auf die nächste Seite und kommen dann zu sprechen auf die Inflation, auf die Entwicklung des privaten Verbrauches. Und hier gab es erstmal vordergründig in letzter Zeit eine schlechte Nachricht, denn der private Verbrauch in den Vereinigten Staaten ging im Monat Februar mit einer Rate von minus 1,2% zurück. Aber wir sehen trotzdem diese Veröffentlichung als Grund für Optimismus. Warum? Zum Ersten hatten wir im Februar in vielen Teilen des Landes schwere Winterstürme, die dann halt die Verbraucher davon abgehalten haben, die Geschäfte zu stürmen. Darüber hinaus wurde der Wert für den Monat Januar nach oben gehoben von zuvor 2% nun auf 3%. Und was halt jetzt dann noch hinzukommt, dass wir halt für den Monat Februar dann einen regelrechten Boom bei dem privaten Verbrauch antizipieren, nämlich weil hier viele Faktoren zusammenkommen. Also zum Ersten, ja, die Wetterkapriolen bleiben aus, da sollten wir eine Aufholbewegung sehen. Darüber hinaus gibt es in einigen Staaten auch schon ein Wiederhochfahren der Wirtschaft, insbesondere in den südlichen Bundesstaaten. Und die Verbraucher erhalten im März ja auch schon die Einkommenschecks. Die wurden halt relativ schnell versandt. Man geht davon aus, dass ungefähr schon 325 Milliarden US-Dollar an Steuerschecks bei den privaten Verbrauchern angelangt ist. Das ist deutlich mehr, oder um genau zu sein, das Doppelte, was im Januar ausgekehrt worden ist. Und wenn man alle drei Argumente zusammennimmt, dann kommen wir dann halt praktisch zu unserer Prognose, dass der private Verbrauch im März dann mit einer Rate von 6% nach oben schnellen wird. Und das bedeutet auch, dass wir uns vorstellen können, dass dann praktisch das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dann mit einer Rate im hohen einstelligen Bereich wachsen wird. Und dann geht dann praktisch die US-Wirtschaft in das zweite Quartal auch mit sehr viel Schwung, und wo ja dann praktisch noch eine weitere Stimulierung kommt durch die restlichen Aspekte des Rettungspaketes. Und wir gehen natürlich davon aus, dass noch weitere Bundesstaaten ihre Wirtschaft öffnen. Und nehmen wir dann praktisch alles zusammen, sehen wir dann ein sehr, sehr starkes Wachstum in der ersten Jahreshälfte. Und das war dann für uns Anlass, unsere Wachstumsprognose abermals nach oben zu nehmen, von derzeit 5,5% dann auf 7,5%. Ja, das war es soweit zu den Vereinigten Staaten. Wir gehen dann weiter auf Folie 39. Und da sehen wir dann die Einkaufsmanager-Indizes für die Volksbank China. Und die sind zuletzt nach unten gegangen. Und das verwundert natürlich ein wenig, weil durch die USA gewinnt doch auch jetzt die Weltwirtschaft an Dynamik. Wir erklären uns das damit, dass die chinesische Seite sich vielleicht gehofft hat, dass in den Vereinigten Staaten durch die neue Administration ein neuer Wind weht, aber dem ist nicht so. Die neue Regierung ist genauso China-kritisch eingestellt wie die Vorgängerregierung. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die von Donald Trump erlassenen Steuern und Zölle, dass die zurückgenommen werden. Also der Ton ist relativ scharf, und das, ja, mag dazu beigetragen haben, dass dann halt praktisch die Stimmung dann in China etwas rückläufig war. Ja, kommen wir dann zur nächsten Grafik auf Seite 42. Und da sehen wir dann das IFO-Geschäftsklima-Index für Deutschland. Und hier sehen wir dann praktisch im März eine Erholung, sowohl bei der Lage als auch bei den Erwartungen. Und hier dürfte praktisch dann die Erklärung, die liegt hier auf der Hand. Wir wissen, dass die Exporterwartungen gestiegen sind.
Und hier wird dann praktisch die gute Konjunktur in den Vereinigten Staaten auch auf Deutschland abstrahlen. Aber wir sehen halt, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten sind wir hier in Deutschland von Euphorie immer noch weit entfernt. Und das war mein kurzer Ritt durch die Weltwirtschaft. Und ich gebe jetzt weiter an den Kollegen Matthias Schell, der Ihnen zu den Kreditmärkten Auskunft geben wird. Genau. Springen wir auf die Folie 48 und schauen wir uns an, wie sich die Corona-Krise auf die Ertragssituation der Unternehmen ausgewirkt hat. Und im Chart sehen wir hier den Median für die Unternehmen im Stoxx Europe 600. Und zwar die obere grüne Linie, das EBITDA, die untere dunkle Linie, das EBIT. Und wir sehen ganz deutlich rechts den Einbruch der Erträge in Q1 und Q2, gefolgt von einem sehr schnellen Wiederanstieg der Erträge in Q3 und Q4. Und besonders beim EBITDA, der oberen grünen Linie, sehen wir, dass wir das Vorkrisenniveau im Prinzip schon wieder erreicht haben auf Quartalsbasis. Und das ging überraschend schnell. Zum Vergleich bei der Finanzkrise, links im Block sehen wir es, da hat es deutlich länger gedauert, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht wurde. Und insofern war die Krise hier schneller wieder überwunden, was die Ertragssituation in der Breite angeht. Wenn wir uns das EBIT anschauen, die untere Linie, da sind wir zwar noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau, allerdings dürfte hier auch eine wichtige Rolle gespielt haben, dass viele Unternehmen das Krisenjahr ausgenutzt haben, um eben hohe Sonderabschreibungen zu tätigen. Und jetzt die Frage, wie hat sich das Ganze auf die Verschuldungssituation ausgewirkt? Da gehen wir auf die Folie 49 und sehen die Verschuldung, hier die Bruttofinanzschulden, die obere Linie, die ist tatsächlich angestiegen und hat sich auf einen Rekordschuldenstand entwickelt. Im Vergleich zu Ende 2019 sind die Schulden um 17% gestiegen im Krisenjahr. Das sieht natürlich dramatisch aus und stellt sich die Frage, sind die Unternehmen jetzt wirklich so schlecht dran, dass sie vor einem riesen Schuldenberg stehen? Das Ganze muss man relativieren. Die Unternehmen haben nicht nur ihre Schulden deutlich erhöht, sondern auch gleichzeitig mit der Verschuldung ihre Cashbestände deutlich erhöht. Eine Erfahrung aus der Finanzkrise, auf Nummer sicher gehen und lieber mehr als zu wenig Geld in der Kasse haben für Notfälle. Und demzufolge sind auch die Cashbestände auf ein neues Rekord hochgeklettert, was sich hier wie folgt ausgewirkt hat. Die Nettofinanzschulden, die grünen Balken, die sind nämlich zuletzt zurückgegangen. Also nach dem Höchststand zum Halbjahr 2020 sind die Nettofinanzschulden in Q3 und Q4 jeweils um über 10% zurückgegangen im Median. Und wir liegen Ende 2020 sogar um 11% unter dem Niveau von Ende 2019 bei den Nettofinanzschulden. Insofern, was auf den ersten Blick dramatisch aussieht, ist auf den zweiten Blick dann sogar eine positive Entwicklung, wenn man so möchte. Die Unternehmen haben sich darauf fokussiert, ihre Verschuldung netto wieder zurückzuführen. Das Ganze gilt natürlich nicht für alle Unternehmen. Es gibt einige Unternehmen, die deutlich schlechter dran sind, aber andererseits gibt es auch einige Unternehmen, die eben sogar noch besser dastehen als der Median. Dann machen wir einen Sprung auf die Folie 53 und schauen uns an, was hat das für Auswirkungen auf die Ausfallraten gehabt. Zum einen weltweit die obere grüne Linie, zum anderen in Europa die untere dunkle Linie. Und wir sehen, es gab natürlich einen deutlichen Anstieg der Verschuldung im Zuge der Corona-Krise. Gerade letztes Jahr, ab Februar, ging es dann steil nach oben mit den Ausfallraten. Allerdings sehen wir, und das ist natürlich beruhigend, dass es so aussieht, als hätten wir den Hochpunkt schon hinter uns. Gerade in den USA, wo alles etwas zeitlich früher begann, da gab es schon ab August rückläufige Ausfallraten und in Europa etwas später, gegen Ende des Jahres hin, einen ganz leichten Rückgang. Und das Gute, die Erwartungen sind jetzt mittlerweile auch so, dass die Ausfallraten weiter zurückgehen dürften.
mit Blick auf die nächsten 12 Monate. Auch wenn wir das nicht ganz so positiv wie Moody's hier sehen, dass die Ausfallraten so stark zurückgehen. Also wir denken eher, dass die Ausfallraten sich noch über dem langfristigen Durchschnitt bleiben. Aber wir rechnen auf jeden Fall auch mit rückläufigen Ausfallraten. Das kommt daher, dass die Finanzhilfen der Staaten und auch die Niedrigzinspolitik der Notenbanken und die Käufe von Wertpapieren dazu geholfen haben, dass die Unternehmen nicht in diese Krisensituation geraten sind, wie es in der Finanzkrise zum Beispiel der Fall war. Also deutlich niedrigere Ausfallraten als damals. Und deswegen haben wir vermutlich auch schon den Hochpunkt hinter uns. Auf der Folie 54 schauen wir uns dann noch die Spread-Situation an. Oben sind die Spreads des iTracks dargestellt, auf CDS-Basis also. Und unten sehen wir die Infektionsraten in Europa. Und schön zu erkennen, ganz links bei der ersten Infektionswelle, da sind die Spreads richtig durch die Decke geschossen. Da war die Nervosität, die Unsicherheit sehr groß. Dann bei der zweiten Welle, letztes Jahr im Oktober, November, da gingen die Infektionszahlen zwar nochmal sehr stark hoch, aber bei den Spreads haben wir eher moderate Ausweitungen gesehen. Und jetzt bei der dritten Welle aktuell am rechten Rand, da war sogar nur eine Seitwärtsbewegung bei den Spreads bemerkbar. Und im Hinblick auf die vorhin schon dargestellte Impfperspektiven in Deutschland und auch in Europa, würden wir davon ausgehen, dass diese Seitwärtsbewegung anhält und es bei einer positiven Entwicklung sogar noch leichte Spread-Einengungen geben könnte. Insofern, für die Credits sieht es stabil aus und wir sind daher weiter konstruktiv für die Credits. Damit gebe ich weiter zu den Aktien zum Kollegen Uwe Streich. Ja, hallo, danke Matthias, hallo von meiner Seite. Wir springen gleich auf die Folie 57, die zuletzt guten Q4-Quartalzahlen, die besser als erwartet reinkamen, aber auch die Tatsache, dass jetzt geimpft wird und eben mit 2021, dass die Hoffnung verbunden ist, dass die Pandemie nun endgültig überwunden wird, hat dazu geführt, dass die Analysten deutlich optimistischer wurden, was ihre Gewinnschätzungen anbelangt. Quasi im Wochentakt ging es da zuletzt nach oben, größenordnungsmäßig so 4 bis 5 Prozentpunkte, abhängig vom jeweiligen Index, um wie viel die Gewinnschätzungen seit Jahresbeginn sich bereits verbessert haben für 2021. Das Ganze hat allerdings eben auch eine Kehrseite der Medaille. Die Gewinnschätzungen sind in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr hoch. In den USA wird für 2021 mehr als 8% mehr erwartet als vor der Krise, nämlich in 2019 erwirtschaftet wurde. Im DAX geht es sogar um 14,5% mehr in den Schätzungen. Da ist schon durchaus, sage ich mal, zu vermuten, dass unter Umständen zu viel Optimismus drin ist. Im Eurostoxx 50 sieht es anders aus. Da steht eine Minuszahl, minus 11,3%. Das sollte man allerdings nicht zu ernst nehmen. Der Index hat sich stark verändert. Im Vergleich zu 2019 sind 7 neue Werte hinzugekommen, allesamt Werte mit extrem hohen KGVs, weshalb der Indexgewinn sozusagen dadurch runtergekommen ist, rein strukturell bedingt. Die Zahlen sind nicht mehr vergleichbar. Wenn wir jetzt eine Folie weiter steigen, weiter springen auf die Seite 58, dann können wir eben auch erkennen, ja, Optimismus, ja, Optimismus allerdings eben auch in den Kursen und nicht nur in den Gewinnen. Wir haben jetzt schon mehr als ein Jahr steigende Kurse nach dem Corona-Crash, eine lang anhaltende Rallye, und diese Rallye macht sich eben auch in den Bewertungen bemerkbar. Wenn man uns das mal anschauen, dann war die Kapitalisierung des S&P 500 bis eigentlich Mitte der 90er Jahre hinweg immer so in der Größenordnung, lag dieser bei 50% des US-BIPs mit der Dotcom-Bubble sozusagen, stieg das dann hoch, überschritt die Marke des US-BIP und erreichte im März 2000 ein Hoch. Die Bewertung des S&P 500 lag damals bei 125% des BIPs. Danach ging es wieder nach unten mit der Finanzkrise sowieso. Wir waren dann temporär wieder bei 50% und sind eben jetzt immer wieder weiter hochgestiegen. Aktuell haben wir einen neuen Allzeitrekord erreicht.
Allein der S&P 500 ist in der Zwischenzeit so hoch kapitalisiert wie 153% des US-BIPs. Insofern muss man sich schon fragen, kriegen wir gerade eine Dotcom-Bubble reloaded? Ja, man kann sagen ja. In gewisser Weise kann man auch sagen nein. Es gibt Faktoren, die dafür und Faktoren, die dagegen sprechen. Wir sehen das auf Seite 59, wenn wir das mal miteinander vergleichen. Ich habe links mir angeschaut, die Situation im Jahr 2000 und rechts die Situation, wie wir sie aktuell haben. Es gibt ein Bewertungsmodell hier im Haus. In diesem Bewertungsmodell versuchen wir, die Bewertung des Gesamtmarktes aufzuteilen in seine Teilkomponenten, nämlich in die Bewertung des Gewinnes sozusagen, relativ zum Gewinn eine und zusätzlich eben Faktoren mit reinzunehmen wie Überschussliquidität bzw. Unterversorgung der Wirtschaft mit Liquidität und relative Attraktivität von Aktien gegenüber Bonds. Und wenn Sie da links schauen, dann sehen Sie diese drei Pfeile für diese drei Teilkomponente alle weit unterhalb des Kurses, weil eben im Jahr 2000 die Gewinne im Vergleich zur Bewertung tief waren, weil im Jahr 2000 die Gewinnrendite des Aktienmarkts unter der Rendite von US Treasuries lag und weil im Jahr 2000 auch noch die Wirtschaft mit Liquidität unterversorgt wurde. Insofern war das damals völlig irrational, dass die Kurse so hoch waren. Wenn man heutzutage das Ganze vergleicht, dann muss man sagen, für die Gewinnentwicklung gilt das genauso heute, wie das damals im Jahr 2000 galt. Relativ zu den Gewinnen sind die Kurse extrem hoch, aber wir haben eben momentan eine extreme relative Attraktivität, nicht mehr so groß, wie sie schon war, logischerweise, weil die Renditen nach oben gegangen sind, aber immer noch weit höher als im langjährigen Median und wir haben eine immens hohe, rekordhohe Überschussliquidität, sodass es durchaus noch Faktoren gibt im Sinne des Gesamtmodells, die die Kurse sogar tendenziell sogar noch weiter steigen ließen. Aber Sie sehen schon, der Index ist insgesamt knapp über des Gesamtmarktes, sozusagen die Mischung aus allen drei Faktoren. Also angespannt ist die Bewertung sicherlich schon. Angespannt ist unter Umständen auch die Situation, wenn wir auf Seite 60 schauen, für Fondsmanager, die gemischte Mandate haben. Normalerweise sind diese Fondsmanager da eigentlich gewohnt, dass sie mit der Renten die hohe Volatilität von Aktien abpuffern können. Dieses Jahr ist alles anders. Sie müssen sozusagen Aktien haben, damit sie nicht eine stark negative Liquidität haben und sie haben mehr Aktien, als sie das historisch hatten. Das heißt, insgesamt ist das Risiko in den Portfolien gestiegen im Vergleich zu historisch langjährigen Zahlen. Wir sind momentan, wenn man 100% 10-jährige US Treasuries hätte, immerhin bei einem Minus von circa 6,5%. Man muss befürchten, in gewisser Weise befürchten, dass es da unter Umständen, wenn es noch ein bisschen weitergeht, dieser Renditeanstieg zu einer Art Controller-Crash kommen könnte, weil eben, sage ich mal, die Vorgaben an die Portfolio-Manager dann sein könnten, dass unter Umständen Risikoassets verkauft werden müssen, einfach um die Risikobudgets nicht zu stark zu belasten, selbst dann, wenn die Anleger eigentlich noch positiv für Aktien wären. Insofern ist nicht auszuschließen, dass wir durchaus eine Entwicklung noch kriegen, wie wir sie auf Seite 61 sehen, nämlich eine Entwicklung, wie sie typisch war für die Einzeljahre einer Dekade. Die Einzeljahre sind typischerweise dadurch bestimmt, dass man mit sehr viel Optimismus in das neue Quartal geht, in die neue Dekade geht. Dieses Jahr ist das besonders stark der Fall, weil wir eben noch diese Hoffnung auf das Ende der Pandemie haben. Und in all diesen Einzeljahren sind die Aktienkurse immer sehr, sehr stark am Anfang des Jahres gestiegen. Aber in vier dieser fünf hier in gelb, in grün abgebildeten Jahren, in vier dieser fünf Jahre, ist eben dann relativ früh im Jahr, noch im ersten Halbjahr jeweils sozusagen diese Top-Stimmung abgebrochen und erst dann im zweiten Halbjahr oder im Herbst dann wieder besser geworden. Sie sehen, grün, die Entwicklung in diesen Jahren ist deutlich schwächer als die typische langjährige Entwicklung, wie man in blau sieht. Wir müssen sehen, was wir dieses Jahr kriegen, aber wir haben schon extrem viel Optimismus in den Kursen. Ich denke einfach nur an die Situation, die wir gerade eben haben, die Schieflage eines Hedgefonds und die Anleger interessiert es nicht, im Gegenteil, die Kurse steigen weiter. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich gebe jetzt noch mal zurück an Herrn Rolf Schäfer. Ja, vielen Dank, Uwe. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Webkonferenz angekommen, schauen jetzt noch kurz auf Prognosen und Asset Allocation. Der Weg aus der Krise, der bleibt holprig. Die Impfkampagne beschleunigt sich, macht Hoffnung. Herdenimmunität dürfte im Sommer in Deutschland, Europa erreichbar sein.
Vor diesem Hintergrund bleiben wir insgesamt gesehen konstruktiv für Risikoassets, für Aktien, für Credits. Aber die Return-Erwartungen sind tatsächlich überschaubar, wie auf Folie 64 zu sehen. Erwarten wir nur noch kleineres Plus auf den Aktienmärkten und auch auf den Bondmärkten sind die Performance-Erwartungen jetzt nicht groß. Dann noch ein Blick auf unsere Prognosen auf der Folie 66. Wie angesprochen, diesmal nur kleine Änderungen. Wir haben die US-BIP-Prognose nach oben angepasst und wir haben etwas bei den Renditeprognosen geschraubt, links unten. Im Groben sind aber unsere Prognosen stabil geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihre Teilnahme an dieser Konferenz und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Nachmittag.